Menschen, Meinungen, Maultasche. Hitradio Antenne 1 präsentiert Baden-Württembergs Kultkomödien Dodoke. Vereinssitzung vom SV 49 im Adler. So, Tagesordnungspunkt 2b. Der Vereinssaukroboter ist ja verschwunden und man soll den neuen besorgen. Und die Frage ist jetzt, was man da macht. Was? Das Ding ist weg. Wo soll denn das noch sein? Ja, also, ich das jetzt einer meint, ich hätte den Saugroboter für 5 Euro so einem jungen Seucher als Hoverboard verkauft. Also, so ist es jetzt. Ja, nur das denkt doch jetzt keiner. Aber wir saugen wir jetzt? Saugen, das ist ja nicht mehr lustig. Früher hat man gewischt, ich höre immer bloß noch saugen. So, da kommt ihr Sangria-Eimer mit Rehlen. Da können der Elle recht dran saugen. Na, danke, Sigrid, aber warum siehst du mich? Ich bin's doch, der JJ. Ah, ich hau die Arsch gar nicht, Kind. Leid, besorgen wir uns jetzt wieder so einen teuren Saugroboter oder et? Dass der uns auch weggelaufen ist, hat der arme Saugroboter, der hockt sicher irgendwo allein da draußen und ist traurig. Anita, ich glaub nicht, dass so ein Gerät Emotionen hat, die wohl... Und dann wird's nachts kalt und dann friert er und hat Angst. Nein, Anita, der saugt jetzt sicher auf Maschinen dreckigen Teppich über die Wolke zusammen mit ganz vielen anderen Liebes. Saugroboter. Ja, bestimmt. Also Leute, so ein dummes Geschwätz, ich kann es nicht mehr hören, ich will bloß noch heim. Ah, da ist doch eine lösungsorientierte Lösung. Na, gehen wir halt ins Heim und holen uns da so einen armen Saugroboter. Der kostet nichts und wir tun da gutes Werk, weil der bei uns wieder glücklich ist. Nein, ich glaube, da möchte unser Wirtin etwas dazu sagen. Ja, dazu wisst ihr euch alte schwäbische Bauernregel. Treibt dein Saugroboter die ganze Zeit Anfug. Du strafst ihn einfach mit Liebesentzug. Neues vom SV 49 in der Hitradio Antenne 1 Morgenshow mit Nadja und dem Ostermann.